Schädliche und gesundheitsbedenkliche Strahlung finden wir überall. Studien haben gezeigt, dass schon GIT Strahlung in positive Strahlung verändert. Diese Grafik zeigt die Forschung von Shungite Behaves in den USA recht deutlich. Ursache für die Energiestörung durch Strahlen, Handys oder Toxine ist eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn oder ein ungesundes Energiefeld. Das Shungite Quantenenergiefeld mit dem Molekül Fullerene kehrt diesen Spin in eine Drehung im Uhrzeigersinn bzw. in ein gesundes und biokompatibles Feld um. Elektrische und magnetische Felder können mit einem Gerät gemessen werden. Dazu verwenden wir ein sogenanntes Elektrosmoggerät, in unserem Fall ein Gerät der Firma Lumi, das die elektrische Feldstärke in Volt pro Meter und die magnetische Flussdichte in Tesla misst. Hier das Ergebnis unserer Messungen. Als Shungite verwenden wir einen unserer im Shop erhältlichen Shungite-Anhänger.